Und hui, Drehstuhl. Ah, ja. Ja, ich habe jetzt auch so eine Höllenmaschine. Von einem guten Geist. Ja, ich bin von guten Geistern umgeben. Man normalerweise sagt man mir nach, ich wäre von allen guten Geistern verlassen. Aber naja, nein, den hat man mir nicht geschenkt, aber man hat ihn mir zu einem sehr günstigen Preis verkauft. Vom Fracht mal ganz abgesehen. Ich glaube, ich halte mal eine Hand hier hin, damit ihr eine Vorstellung habt, was das für eine Riesenkiste ist. Also was das für ein Riesenkarton war, der da angekommen ist. Ja, ich drücke jetzt einfach erstmal ein Knöpfchen, nämlich das hier, das den Laser enabled. Und dann drücke ich einfach hier mal ein Knöpfchen. Maus mit links, das ist immer lustig. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, ihr seht, ich habe keinen Schriftsatz genommen, der wie eine Schablone ist, also die Mittelteile stehen bleiben. Weil ich will jetzt einfach erstmal überhaupt irgendwas zum Laufen kriegen. Und ja, es funktioniert. Moment, erstmal den hier, den Laser ausschalten, damit schon mal nichts passieren kann. So, ja. Schüttel, schüttel. Und da hängen die Buchstaben. Das S hängt immer noch so ein bisschen dran. Ja, also es funktioniert. Ich muss mich jetzt erstmal hier reinfieseln in die ganzen Geschichten. Das ist ja für mich alles komplett neu. Und ja, es gibt schon wieder 1000 Teile, die man mit dem 3D-Drucker für das Ding basteln kann. Ich mache ihn mal aus, weil es macht Geräusche. Da mache ich mal zu. Hier hört man noch ein Geräusch, das ist der Eimer mit Wasser. Und da drin steht eine Teichtauchpumpe. Ja, die gehört serienmäßig dazu. Damit wird der Laser gekühlt, zumindest bei längeren Betriebszeiten. Jetzt mache ich hier mal alles aus. Ja, ich will jetzt gar nicht zu viel darüber verlieren, weil es gibt eine Menge Leute, die haben schon Schlaueres und mehr als ich dazu erzählt. Das ist China, original, keine Sicherheit, wie auch immer. Man kann also auch während der Laser im Betrieb ist einfach die Klappe aufmachen. Der ist unsichtbar. Das heißt, wenn man jetzt einen Spiegel da reinlegen würde, hätte man eine Menge Spaß. Das Erste, was man also tun sollte, ist hier irgendwo einen Mikroschalter einbauen, der einfach den Laser disabled. Der wird einfach in Reihe mit dem hier geschaltet. Diesen Schalter werde ich sowieso durch einen schönen Kippschalter ersetzen, weil bei dem hier kann man immer raten, ob der an oder aus ist. Und nein, das ist nicht schwer, weil da ist nicht viel drin, außer viel Platz. Und der Schalter, der auch sehr schön hier mit Heißkleber gesichert ist, ja toll, den werde ich dann durch einen altmodischen Kippschalter ersetzen. Ja, rums. Dann hier ist noch ein Lüfter. Nein, der lüftet nicht den Laser, der entlüftet nur das, die Abteilung, wo drin gelasert wird, damit der ganze Qualm sich nicht im Gehäuse festsetzt. Und das lässt man doch normalerweise nach draußen blasen. Ich habe im Moment noch keinen Schlauch angeschlossen, weil ich teste nur mit Papier rum. Aber wenn man beispielsweise Acryl, sprich Plexiglas, lasert, womöglich in größerem Stile, dann stinkt es nach Plastik. So, und hier drin, da ist die Laserröhre. Und deswegen ist das Gehäuse auch so groß. Die braucht Platz. Wird umspült von Wasser. Das ist so der übliche K40, also 40 Watt Laser. Wie gesagt, gibt es eine Million Videos zu, würde ich jetzt gar nicht groß was drüber verlieren. Ist schon ein recht geräumiger Kasten. Und wie ihr da unten seht, ich habe schon mal ein bisschen rumgespielt, ist schon praktisch. Also schon eine nette Sache. Vorsicht ist geboten. Ihr seht da das grüne Ding, das ist eine Laserschutzbrille. Und die werde ich auch nutzen. Und wie gesagt, das Wichtigste ist eigentlich hier dieser Schalter. Wenn der Laserschalter auf Off steht, auf Aus steht, dann kann eigentlich nicht viel passieren, solange man nicht blöd genug ist, während des Betriebes die Klappe aufzumachen. Und da werde ich mir einfach noch eine Mikroschalter einbauen, der in Reihe mit dem läuft. Ja, ja, es gibt zig verschiedene Variationen von dem Teil. Ihr seht ja, das ist die hier mit dem Drehregler, aber mit K40 macht man schon nichts falsch, wenn man bei YouTube mal nachguckt. Ja, jetzt habe ich also wenige Millionen Jahre Zeit, mich in Ruhe in diese neue Thematik einzuarbeiten. Und ich glaube, da werde ich viel Spaß mit haben. Mit dem Ding kann man also Sperrholz schneiden und MDF-Platten und Plexiglas kann man auch engraven. Also sprich, man kann durchsichtige Schlüsselanhänger und so einen Quatsch machen. Und es gibt bei Thingiverse auch eine ganze Menge sowohl Zubehör für das Gerät, das man selber im 3D-Drucker herstellen kann. Und natürlich auch gibt es eine ganze Menge Sachen,
was weiß ich, Katapulte, Gehäuse, die man praktisch aus Spanplatte bzw. aus MDF oder Sperrholz oder was auch immer zurecht lasern kann. Ja. Im Moment arbeite ich jetzt hier oben in meinem Virtual Reality Studio sozusagen. Das wird ausgeliefert mit dem barbarischen CorelDRAW 12, eine absolute Pestbeule. Aber da werde ich sicherlich im Laufe der Zeit was Besseres finden oder einfach lernen, mit dem hier umzugehen. Momentan habe ich schon große Probleme, also da eine Grafik reinzuladen, ohne dass CorelDRAW sich sofort aufhängt, weil wahrscheinlich diese Software irgendwie von 1980 ist. Oder selbst wenn ich hier eine reinkriege, das dann da so zu bringen, das dann so hinzukriegen, dass er das Ganze auf den Laser schiebt und nicht nur den Text. Der Text ist in CorelDRAW geschrieben, die Grafik ist dann da drunter. Ich finde nichts, womit ich das mergen kann, dass das eine Ebene wird. Und selbst dann zeigt er immer noch an, nur den Testtext. Gut, werde ich hinterkommen, geht bestimmt, auf jeden Fall nettes Spielzeug. Wollt ihr einfach nur mal eben gezeigt haben, mehr gibt's davon bestimmt zu sehen, sobald ich in der Lage bin, den ganzen Quatsch auch zu bedienen.